Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play GTA 5. Die reden ja gleich weiter, deswegen mache ich die Ankündigung hier lieber im Pausemodus. Und ja, jetzt fangen wir einfach weiter. Es geht weiter. I'm going gray listening to this crap. Station change. But yeah, my jam. Don't push me. Seriously, some guys borrow your boat. Borrow? You were hiding in the head crying kidnapped. They just took receipt of your property with payment pending. If it was anything other than what you told me, then that's on you. All right, they fucking stole it. And who knows what they would have done if they found me. But I didn't expect or want them to get killed. Shit! You think I'm gonna let some guys ride off with my son? Look, I knew you were a bad guy, but... Oh, a bad guy. A crook, a killer, a thief, a liar. I guess I've been all those things one time or another, right? It's just... What? I always thought I was the good guy. God help the morally bankrupt planet your generation have left us if you're the good guy. Yeah. Anyway, I always knew you were the kind of person who didn't let other people get in the way, but I hadn't, like, seen that happen before. Yeah, well, that's me, Jim. And I've been trying my best to get things under control for the last 10 years, but that was an extreme fucking situation, and I had to act. A normal person wouldn't have done that. Yeah, well, I had to protect you. Yeah, keep telling yourself that when you see their faces every time you close your eyes. Sind Sie fertig mit Reden? Okay. Also es scheint ihm nicht so richtig gefallen zu haben, dass sie ihn befreit haben als sein Vater, aber okay, seine Welt, in der er lebt. Ach, das für ein schönes Mobil, ein Jeep Cabrio oder so? Ich mag keine Cabrios. Here we are, the bike rental place. Please don't shoot the bike rental guy out of like force of habit. Kann es sein, dass mein Rücken immer durchgeschwitzt ist oder ist es immer noch von dem Joggen? Wobei, da ist ja eigentlich Zeit zwischendrin vergangen und wir sind ja dann auch nachts über zu Hause gewesen. Wähle ein Fahrrad. Was sieht ganz... Was nimmt er denn wieder für ein... Naja, nicht wirklich cool aussehendes. Zu ihm hätte eher das Grüne gepasst. Aber da gefällt mir eigentlich hinten... Boah, die gefallen mir eigentlich alle nicht so richtig. Aber am ehesten noch das Gelbe, weil da kein Schutzblech dran ist. If I make it to the end of the pier first, you're gonna buy me a big ass new flat screen. Okay, was soll ich drücken? End of the pier? Alright. But if I beat you, you're gonna behave like a human being. Give it up, Dad. You've gone to sea. In this kind of condition, a triathlon would kill you. Wir hören ihn ja fast nicht mehr, so weit hinter uns ist der. Wie sitzen wir eigentlich? Das ist so ein halbes Stehsitzen, oder? Ja, aber wie soll er uns denn einholen? Ich habe schon aufgehört zu sprinten und fahre jetzt gerade normal weiter. Come on, Jim. Catch up. Imagine I'm a big, juicy burger. The boardwalk ain't big enough for the both of us. I mean, like, literally, it isn't. We're both kind of big. Was? Der ist fett. Ich bin ja wohl mal total drahtig. Na gut, drahtig vielleicht nicht, aber würde mich nicht selber als big, also als dick oder ähnliches bezeichnen. Komisch, dass es dieses Mal keine Checkpoints gibt, durch die wir fahren müssen. Das heißt, wir dürfen vielleicht abkürzen. Okay. Niemanden über den Haufen fahren. Wir haben den wahrscheinlich jetzt schon mega abgehängt. Ich meine, es war jetzt auch nicht so weit. Wie viele Kilometer waren das? 2 Kilometer oder so? Oder 2,5? Also so weit müssen wir eigentlich auch gar nicht fahren. Das müssten wir eigentlich relativ schnell mit einem Fahrrad schaffen. Zumal es den meisten Teil der Strecke ja auch eher geradeaus ging. Jetzt scheint es ein bisschen nach oben zu gehen. Sollte also bisher auch nicht so anstrengend gewesen sein. Und jetzt irgendwo hier rüber. Oh, jetzt habe ich abgekürzt. Oh, das ist falsch. Scheiße, Mann. Jetzt steht er mal wieder. Aber wie gesagt, unser dicker Sohn ist sonst wo. I'm just waiting for my moment. Coole Autos. Na komm. Ein bisschen Geschwindigkeit aufnehmen.
nipple. Lie down, old man. If you bike a few more miles, we might be able to squeeze you into some skinny jeans. If I have a heart attack, it's your fault. You're a sore loser. Können wir ja direkt einen Hotdog als Belohnung reinpfeifen. Und gewonnen. Looks like you're buying your own TV. You know, this is real nice, Dad. Bonding, good times. Yeah, I'm giving it my best shot. Come on, we're having fun, right? You wouldn't know fun if it sat on your face. Ah, come on. I mean, why do I have to hold your hand through this whole midlife crisis bullshit? And why don't you stick your nose up Tracy's butt sometime? Because Tracy doesn't buy cars she can't afford, so that thugs break in our house. Tracy doesn't get kidnapped or destroy my yacht. Well, that's just because she's too busy getting fucked by dudes to get on TV. You don't talk about your sister that way. Well, I'm sorry, but it's true. I mean, according to her Life Invader page, she's hanging out with producers and porno guys this afternoon. What are you talking about? Actually, it's all happening right out there. What? That boat that makes yours look like a refugee raft? You know the kind of boat. The one that makes a young, impressionable girl drop her pants and spread her legs. This is the reason you brought me here, isn't it? You fuck! Ah! Dad, wait! Shit. Dad! Wie geil! Jetzt schwimmen wir! Oh, das sieht ja cool aus! Geil! Okay, ich sehe gerade, ich habe überhaupt gar keine... Komm, wieder nach oben! Komm, wieder nach oben! Oh, oh Gott, habt ihr unten links bitte gesehen, wie viel Energie ich gerade noch hatte? Wie verflucht knapp das war! Uhu! Ich schwimme mal normal und hoffe, dass meine Energie sich langsam wieder auffüllt. Sieht aber irgendwie nicht so aus. Ja, ja, ich drücke jetzt wahrscheinlich noch Leertaste zum Tauchen. So siehst du aus. Ja, nicht blöd. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, da hat er überhaupt gar keine... Ja, Luft, also... Er hat nicht mal 20 Sekunden die Luft anhalten können, also so ein bisschen... Realismus kann man schon reinnehmen. Ich denke mal, so gut wie jeder Mensch, der jetzt nicht seit 50 Jahren Kette raucht. Oh, meine Ausdauer ist gestiegen. Sehr geil. Das erste Mal, glaube ich, dass ich das mitbekomme unten links. Ja, ich glaube, jeder Mensch, der nicht seit 50 Jahren Kette raucht, schafft wenigstens 30 Sekunden oder wahrscheinlich sogar 40 Sekunden die Luft anzuhalten. Oh, Jetskis. Hoffentlich regeneriert sich meine Energie, wenn ich hier oben drauf bin, weil wenn ich jetzt boxen muss oder irgend sowas in die Richtung, dann bin ich ja gleich tot. Also fällt sind wir doch gar nicht. Jetzt nicht mega durchtrainiert, aber ja, regeneriert sich die Energie wieder sehr gut. Ist doch ein. Für sein Alter mit 40 würde ich sagen, ist es ein anständiger Körper. Okay. Schauen uns hier mal um auf der Dignity. I'm a dancer. Yeah. Hey, Banshee! Whoa! Plus, we're taking you out of here. Dad, you're embarrassing me. These are my friends. Yeah, you're embarrassing her, dude. They're shooting porno here. They shoot porno all over town. Mom rented our house to them last summer. What? Our house? Yeah. Man, you gotta kill her bad, Mr. Isn't it awesome? Let's go. Those walls can talk. You think I do it? Hey. No. Hey. Shit, ain't cool, Daddy. Man. What are you doing? Oh, hey. Ah, man. Come. I like him. What's the problem? You're such a jerk. Come on. Dad, you dumbass. These guys are serious. Yeah, well, so am I. Who wants to get seen in my fucking boat? Oh, motherfuckers. Get on. Now. I'm about to skin you alive. God damn it. Go. Was? Und die schießen auf uns direkt? Wieso das? They're coming after us. Go into the outlet. All right. Okay. All right. Ja, aber gut, dass meine Tochter hinter mir sitzt, damit die zuerst erschossen. Wegen die Verfolger, aber ich versuch's. Die ist auch total dunkel wieder drin. We'll lose them down here. Who the fuck are these people? Oh, you know, TV people, celebs, serious drug dealers. Since when did TV people and drug dealers start hanging out? Come on, Dad, it's Los Santos.
vorher schon. Aber der ihre Brüste am 60 gewackelt. Falls ihr nicht mitbekommen habt, spult nochmal zurück an die Stelle, wo die vom Boot runtergehen. Back off, asshole! Die ist schon nicht hässlich, die Tochter von. Wo muss ich hin? Fuck. Ich weiß halt immer nicht, ob ich sagen soll von mir, also ob ich jetzt in der Ich-Form reden soll, wenn ich hier mit Michael unterwegs bin, weil irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin Franklin. Das ist so ein bisschen merkwürdig. Und ob ich einfach immer derjenige bin. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, ob ich immer in der Ich-Form von mir sprechen, also immer von. Ob ich immer in der Ich-Form von. Oh mein Gott. Nochmal. Schreibt mir in die Kommentare, ob ich immer in der Ich-Form von der Person sprechen soll, die ich gerade steuere. Oder ob ich nur Franklin als mich selbst ansehen soll und die anderen immer in der dritten Person anspreche. Oh, wir haben sie irgendwann abgehängt, während ich hier rumgelabert habe. Oh, wir springen. Hey, wir sind alive, aren't we? Those psychos didn't kill you. Psychos? Only you can get me chased out of a party with effing guns. Yeah, huh? Well, maybe you're in the wrong fucking parties. Muss echt aufpassen, dass ich hier nicht umfahre. Jetzt langsam. I see that traitor. Jimmy! Jimmy! You! You fucking asshole! He's the fucking asshole, okay? He smashed my TV and he took me to the beach. The beach with my skin. So what, you sent him out to spoil my day too? I didn't know that he was gonna come get you. I just told him where you were. You know, he got that crazy look in his eyes, you know, like you get sometimes, and he just went. I'm getting a cab. Coming with you. How about I just drive us home? You ruined my life. Die hat zwar schöne Brüste, aber ihr Gesicht finde ich irgendwie nicht so geil. Bestanden, Papis kleines Mädchen. Das könnte aber auch der Titel von einem Porno sein. Hei, hei, hei. Schöne Zigarre. Nein, da war noch so viel dran. OMG. Verschwender. Michaels Fahrzeug Komet wurde beschlagnahmt. Fahrzeuge können bei gegen eine kleine Gebühr ausgelöst werden. Was zur Hölle? Wieso? Oh. What the F? Kann ich hier reingucken? Yeah, whatever. The police are three digits away, dickhead. Da habe ich mir echt eine perfekte Stelle ausgesucht. Ein Vogel. Da habe ich mir echt die perfekte Stelle ausgesucht, um hier ins Fernglas zu schauen. Hier ist ja quasi nichts zu sehen. Fuck, wieso verfolgt mich denn die Polizei? Ich habe einen Stern. Hä? Wieso? Was habe ich denn gemacht? Ich glaube, ich habe irgendeine Scheiße gebaut mit dem Typ, der hier stand. Ich weiß aber nicht warum. Also keine Ahnung, was genau ich gemacht habe. Oh, süß. Wir essen erstmal was. Wir brauchen wieder voll... Fuck, die kommen hierher. Die Polizisten. Genau, die fahren direkt mit dem Auto hier hoch, oder was? Hallo, renn, renn, du Idiot, renn! Ich will nicht wegen so einem Scheiß das erste Mal von der Polizei geschnappt werden. Wir haben einen Stern verflucht nochmal. Das soll mich nicht nerven. Ah, da kommen noch mehr. Fuck. Hallo, wir haben einen Stern, die sollen... Oh, ich wollte eigentlich in Ruhe einen Hotdog essen. Ich will aber auch kein Polizeiauto klauen, ich glaube, dann bekomme ich direkt zwei oder drei Sterne. Jetzt habe ich schon zwei Sterne, wahrscheinlich, weil ich weggerannt bin. Was, die schießen auf mich? Das ist ja wie mit dem Schwarzen, dass sie einfach in den Rücken schießen, obwohl er keine Waffe hatte. Die können doch nicht auf mich schießen, wenn ich einen Stern hatte und mich überhaupt nicht gewehrt habe. Fuck, und ich habe fast keine Energie mehr, weil ich zu lange sprinte. Ich brauche irgendein Mobil. Ich brauche irgendein Mobil. Hallo, irgendwas, Freunde. Oh, ich habe die Wahl, ob ich das erste Mal geschnappt werde oder das erste Mal sterbe. Ich möchte eigentlich beides nicht. Okay, aber sie scheinen nicht so richtig zu raffen, wo ich hin bin. Da vorne steht auch ein Mobil, oder? Ah ja, komm, 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 komm. Vielleicht kann ich mich hier verstecken. Ah, Mist, jetzt haben sie mich wieder. Scheiße.
Ich nehme jetzt das Polizeiauto und hau damit ab. Was soll ich sonst machen? So, jetzt fickt euch einfach mal. Verflucht, nur weil dieser Idiot die Bullen gerufen hat. Wegen, ich weiß es nicht warum. Wo fahren wir hin? Einfach mal die Typen abhängen und dann schnell das Auto wechseln und ein anderes holen. Oh fuck, ich glaube, ich fahre gerade an der Polizeistation vorbei. So. Wie mache ich denn die Tatütata aus? Ah, mit E. Ich gehe davon aus, dass sie mich jetzt nicht... Komm, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Scheiße. Sehr gut, das war knapp. Da hätte mich fast der Pegel nochmal erwischt von dem einen Polizeiauto. Jetzt könnte ich natürlich theoretischerweise weiter mit dem Polizeiauto fahren, fällt mir gerade ein. Das ist aber irgendwie ein bisschen unrealistisch, aber hier gibt es gerade kein anderes Auto. Wo muss ich denn hin? Wo ist denn eigentlich mein Wagen, den ich auslösen muss? Hier wahrscheinlich, bei diesem Wagensymbol. Oder hier, bei dem weißen Wagensymbol. Ach, ich habe keine Ahnung. Was ist das? Triathlon. Ach so. Ich weiß nicht, ob ich dafür schon genug Ausdauer habe. Wo bin ich denn gerade? Hier oben. Können wir wahrscheinlich auch ein andermal machen. Ich will erstmal rausfinden, wo ich hier hin muss, um mein eigenes Auto auszulösen. Und vor allem, warum ich das auslösen muss. Was? Ach, das ist eine Autowaschanlage. Und das... Kfz-Abschleppplatz. Also muss ich wirklich dahin? Oh Gott. Ja, dann holen wir das erstmal wieder und weil ich ein cooler Polizist bin, müsste ja eigentlich als gestohlen gemeldet sein, dieses Polizeiauto. Und die haben ja auch alle, die Polizeiwagen haben ja eigentlich alle GPS-Sender drin. Also die kann man ja eigentlich orten und wiederfinden. Es ist eigentlich super dumm von mir, mit diesem Wagen weiterzufahren. Aber glücklicherweise beachtet das Spiel diese Tatsache nicht. Oh, da ist ein Geldtransporter, aber ich habe, wie gesagt, keinen Bock, Geldtransporter auszurauben. Das würde mich zu einem billigen... Ja... Zu einem billigen Verbrecher ohne Ehre machen, meiner Meinung nach. Deswegen mache ich das nicht. Jetzt zumindest nicht. Wenn ich es irgendwann mal wegen einer Mission machen muss, okay, aber einfach so auf der Straße... Ich meine, das ist ja auch total unüberlegt und dumm. Wer kommt denn bitteschön überhaupt generell jemals auf die Idee, komm, ich gehe jetzt mal ganz spontan, da ich davon gerade im Geldtransporter sehe, gehe ich mal ganz spontan hin und raube den aus. Auf diese dumme Idee würde wahrscheinlich niemand kommen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass man geschnappt wird, wohl bei 99% oder so liegt. Die Wahrscheinlichkeit, dass man das überhaupt schafft, den Transporter quasi auszurauben, liegt wahrscheinlich bei 1%, weil... Ja, man nicht einfach so einen Banktransporter auf der Straße ausrauben kann, wenn es so einfach wäre. Oh, das ist auch die Polizei. Ja, ich... Die scheinen ja verschiedene Polizeiautos zu haben. Das ist das Sheriff, also vom Sheriff Department, und das davon ist irgendwie die Polizei. Aber ich blick sowieso nicht durch, wie das in den USA läuft. Die haben 1 Million verschiedene Polizeidienste und... Geheimdienste, drücke E, um ein beschlagnahmtes Fahrzeug für $250 auszulösen. Ja, also wie gesagt, die haben zum Beispiel normale Polizei. Dann haben die Sheriff-Departments. Dann kann man da auch jeden, wie es aussieht, zum Hilfs-Sheriff machen. Dann haben sie aber auch noch die Marshals. Die, glaube ich, für Dinge zuständig sind, die über mehrere Staaten in den USA... Also für Delikte, die über mehrere Staaten irgendwie getätigt wurden... Oder wenn sie halt jemanden suchen, der in mehreren Staaten gesucht wird, dann haben sie aber auch das FBI, was genau das gleiche machen soll, nämlich für mehrere, Verfolgungen in mehreren verschiedenen Staaten der USA etc. Also, wie gesagt, ich blick da nicht durch. Da gibt es so viele andere, ATF, natürlich CIA, das ist der Auslandsgeheimdienst, das ist klar. ATF ist, glaube ich, Antiterrorist irgendwas. SWAT haben sie natürlich auch. Einsatzkommando der Polizei. Hä?
Der Wagen ist abgeschleppt worden? Warum ist denn der Wagen abgeschleppt worden? Hä? Und warum ist denn jetzt mein Auto plötzlich wieder zu Hause? Ah, ich bin verwirrt. Ich bin mega krass sehr verwirrt. Ich hab halt logischerweise gedacht, dass ich mein Auto abhole und nicht, dass ich das rote... Das rote Auto, was in dem ich gerade drinnen sitze, das habe ich bei mir zu Hause auf meinem Grundstück geparkt. Warum wurde das abgeschleppt? OMG, das gehört ja eigentlich dem Doktor, dem muss ich das wiederbringen. Aber egal, wir fahren mal hierhin, ist jetzt auch die einzige direkte Mission, die wir machen können. Und da würde ich sagen, fahren wir mal schnell hin. Mit dem Auto würde ich ja ehrlich gesagt mit dem Porsche hier gerne ein Autorennen fahren, aber aufgrund der Tatsache, dass das wohl nur Franklin kann, müssen wir erst warten, bis wir wieder mit Franklin unterwegs sind. Aber ich würde fast behaupten, in der Mission, zu der wir jetzt gehen, wird sowieso Franklin dabei sein, weil das war ja die Mission oder der Typ, den wir angerufen haben, nachdem klar war, dass wir 2 bzw. 2,5 Millionen Dollar auftreiben müssen. Naja, Franklin mit dabei. Wir müssen das wohl beide ausbügeln oder werden das beide ausbügeln. Deswegen gehe ich davon aus, dass wir einen Auftrag bekommen und diesen Auftrag dann mit Franklin ausführen. Hey, stop! You have to help me! What? Wem soll ich helfen? This crazy guy smacking the shit out of his girlfriend. I don't know what to do. I think he's gonna kill her. Warum? This way. She was screaming no and he just kept hitting her. It's just over here. Wahrscheinlich ist das einfach nur ein Hinterhalt, oder? Die wollen mir jetzt ausrauben, die Schweine. Go, get in there. You fucking move and you're dead. Give me the fucking money. War so klar, oder? Ja, das hat's ja richtig gebracht. Ich habe meine Schrotflinte in die Hand genommen und bin direkt gestorben, weil alle auf mich geschossen haben und ich wahrscheinlich auch keine volle Energie hatte. Oh nein, das erste Mal, dass ich gestorben bin. Oh nein, wie peinlich. Das erste Mal, dass ich gestorben bin. Fuck, wäre ich nur direkt mit Pumpgun... Oh, man verliert seine Waffen nicht, wenn man stirbt. Sehr geil. Wenn ich nur direkt mit gezogener Pumpgun da hingegangen wäre, in diesen Hinterhalt, es war mir ja vorher schon klar, dass es ein Hinterhalt ist, dann hätte ich es wahrscheinlich geschafft und die ausgenockt. Aber so bin ich Trottel natürlich gestorben. Na gut, dann beim nächsten Mal weiter. Liken, kommentieren, abonnieren. Wenn es euch gefallen hat, dann müsst ihr uns erstmal umschauen beim nächsten Mal, wo ich hier das nächste Auto bekomme. Egal, in diesem Sinne, Daumen nach oben, damit man euch loben. Euer Paxis, bis morgen. Tschüss.